Ach so, ich habe mir Gegengift eingepackt. Braucht man das in dem Dungeon oder nicht? Ja, nimm mal mit. Okay. Ich habe da auch, glaube ich, noch ein paar Flaschen, wo es also, was ich da so bei dem Boss gesehen habe, da gab es ja so ein schönes, die haben ja so einen schönen Trailer zum Patch gemacht. Was ich da so gesehen habe, das war, sah schon nach Gift aus. Ja. Ich hab's letztes Mal nicht gebraucht, aber das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Du hast so ein Glück, dass deine Arbeiter nicht in der Gewerkschaft sind. Das sind Sklaven und keine Arbeiter. Wenn die Sklavengewerkschaft, das wär's noch, du. So weit kommt's noch. So weit kommt's noch. Das bleibt erst drin. Haben wir keinen Stahl mehr? Ja, ich hab... ich schmeiß unten schon die Forges an, damit wir... Ach doch, hier ist noch ein bisschen was. Kann ich nämlich mein Schwert endlich reparieren. So. Ob auch The Forest gehen würde, stand da gerade als Frage. Haben wir jetzt heute halt nicht in der Auswahl, aber bestimmt auch mal wieder. Jetzt heute nicht. Jetzt läuft die Umfrage so, da kann ich jetzt vielleicht noch was hinzufügen. Außerdem, The Forest würde auch bedeuten, dass Danu mitmachen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, sie ist bestimmt da. Ich hab sie, glaube ich, schon im Chat. Jo. Ja, da ist sie im Chat. Ist da, ja. Unten ist sie auch, glaube ich. Er hätte sich bestimmt bereit erklärt, so ist es nicht, aber habe ich jetzt nicht dran gedacht vorhin. Insofern lass mal die Umfrage mal so, wie sie ist. Was wollte ich denn jetzt mit dem Holz? Ach so, unten das Lagerfeuer anmachen. Mensch, Siebhirn. Gut, dann wäre ich quasi, wenn gleich ein bisschen Futter durch ist, theoretisch abreisebereit. Diese Forge hier. Überall stehen Forges rum. Ich verstehe das auch nicht. Meine Rache wird fürchterlich. Fürchterlich und grausam. So, ja, ich war dann auch abflugbereit. Wow, soll das? Oh, was soll das? Geh nur mal kurz ans Wasser. Bis dahin sollte hoffentlich ein bisschen Fleisch durch sein. Und immer noch viel zu wenig Futter dabei. Was man auch noch mal haben könnte, wäre eigentlich so ein irgendein Bufffood, was Ausdauer aufwertet oder was. Oh, der scheint voll. Was gibt's aber noch nicht, oder? Dass man so irgendwie ein Buffhut hat, was. Klar. Gibt es? Ja, klar. Jeder von uns kann ja noch eine zweite Religion dazu nehmen. Wenn einer jetzt Jock noch dazu nimmt, dann kannst du da ja dieses gereinigte Fleisch nehmen. Ah. Und das schießt deinen. Also, das pusht auf jeden Fall Essen und. Und du hast hoch. Mhm. Und ich meine, die Ausdauer geht dann auch wieder. Aber Ausdauer sollte eigentlich auch über diesen Aloe-Extrakt schneller hochgehen. Aber ich muss ja auch sagen, ich bin sehr schwer enttäuscht von diesen Brandpfeilen. Ja, die haben nichts, ne? Also das, Nö, die haben keinerlei Brandeffekt. Wie? Die haben nur ein bisschen mehr Schaden, oder was? Nö, nicht mal. Also die Feuerpfeile machen 47 Gesundheitsschaden und die Schlangenpfeile 40. Also gerade mal 7 Schaden mehr, dafür brauchst aber auch Eisenbarren und Schwefel, um die craften zu können. Okay. Wo habe ich denn meine Superpike hingelegt? Keine Ahnung. Also in den unteren Kisten ist es auf jeden Fall nicht. Und oben habe ich sie bisher, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Moa? Wo ist die hin? Ich könnte dir sonst eine geben. Ich habe von oben noch eine mitgebracht. Ja, ich habe eine normale Pike, aber meine Superpike fehlt mir. Den Dreizack meinst du, ne? Nee. Ich hatte doch diese im... Ach, von diesem Tempel da, ne?
Mehr Seide erforderlich, um den... Ja genau, vom Tempel, was ich da gelootet habe, richtig. Seide liegt oben in der Kiste. Oh. Ja, ja. Keine Ahnung, die habe ich irgendwo hingepackt, habe mir bestimmt gedacht, hey, da findest du sie wieder. Tja. So viel dazu, was ist das denn? Antiker Schild. Ist das besser als der stählerne Dreieckschild? Warte mal, 420? Nee, ich muss mal gucken. Ich meine nicht von den 300, Werten. Doch, 350. Haltbarkeit. Haltbarkeit ist auf jeden Fall höher. Gesundheitsschaden. Doch, ist deutlich höher, der antike Schild. Ist deutlich besser. Ja, dann haben sie den aber... Dann haben sie da wieder was dran gedreht, weil... Mhm. Eindruckend. Schön. Gut. Nehme ich mir jetzt noch Fleisch unten raus und dann legen wir los. Ja. Yep. Ist da noch Aloe Vera was drin? Oder hast du jetzt alles eingesackt? Nee, Aloe habe ich nur 9. Also da müsste noch ein 10er oder so drin sein. Kann sein, dass ich mir den rausgenommen hab. Ja, ich habe 9 Stück habe ich dabei, das reichen dann. So, das ist wieder voll. Also, ich hab das Gegengift habe ich. Voll. Gegengift lege ich mir dann mal da unten hin. Joa. Wie sieht denn dieser antike Schild so von aus? Oh, cool. Ja, das sieht schon schick aus. Joa. Die lila Hörner sind immer nach Date. Auch wenn die Schlange eher an Zed erinnert. Also so als Priesterschild oder sowas. Schlange? Ah, ach so, ja, Schlange. Ja, habe ich natürlich sofort erkannt. Jetzt ist der Besuch gerade wieder weggerannt. Besuch? Ja, egal. Und der Besuch hat 3 alte Bögen dagelassen. Oh. Ich schmeiß sie mal eben hier in die Kiste. Oh. Da habe ich natürlich meine Armbrust und... Achso, die Bolzen wollte ich ja oben noch holen. Oder haben wir noch so viel... Warte mal, hier sind noch Schlangenpfeiler. Nehme ich auch noch so einen alten Bogen mit. Ja gut, dann packe ich meinen Bogen hier in die Kiste rein. Wenn wir den schon... Wenn wir den schon haben. So, solche Gäste sind auch immer gerne gesehen. Nein, er kam, droppte was und ging wieder, also. Ganz, ganz schüchtern hier. Dankeschön an den unbekannten Spender. Das war Uni Olli. Ja. Dankeschön. Ohne alles. Aber mit Bogen. Aber mit, jetzt nicht mehr. Ohne Olli, aber mit Bogen. Jut. Mann, was braucht das Fleisch jetzt da so lange? Ist doch schon, da sind doch schon lauter gegrillte exotische Keulen drin. Nein, das sind nur Keulen, die sind nicht gegrillt. Das sind rohe, die kannst du dir gerne reinpfeifen. Und dann wirst du hier aber ziemlich Rumschweinereien. Ich hab's dann mal wieder zurückgelegt. Ich hab mich schon gefreut. Aber ich hab da doch ganz viel anderes Fleisch auch reingelegt gehabt. Ja, aber die Keulen bringen mir, die hauen ja fast das komplette Ding wieder auf voll. Jupp. Deswegen habe ich mir mal eben Nashorn gekrallt. Aha. Warum bist du eigentlich nicht eingefärbt? Ich habe da nicht mehr so viel Farbe übrig gelassen, aber du kannst dir lila nehmen. Davon war noch ganz viel übrig. Na sowas. Ah, komm. Ja, Coach, der lila-gelbe... Xar ist auch nicht eingefärbt, möchte ich nochmal drauf hinweisen. Ja, Xar ist, ja. Der war kein Schwarz, darum färbt sich Xar nicht ein. Das ist in dem Spiel dunkel. Toll, das ist schon eine Keule fertig. Ja, die braucht fast. Also ich würde sagen, wir sollten uns einen neuen Koch besorgen, der taugt nichts. Ja, ich meine, immerhin, er kann schweben. Ja. Toll. Also, ja. Also das würde ich jetzt auch bei einem Koch erwarten, dass er mindestens schweben kann, wenn er sonst nichts kann. Selbstverständlich. Aber weißt du was, ich baue jetzt auf jeden Fall uns noch ein Lagerfeuer und ihr könnt ja auch jeder ein Lagerfeuer bauen, dann können wir unterwegs da so Turbogrillen machen, wisst ihr? Und nehmen wir einfach ein bisschen mit und... Turbogrillen. Ja, ist doch... Ah ne, Stöckchen braucht man dafür, ne? Nicht Holz. So ein Lagerfeuer to go. Bauen, glaube ich, Stöckchen, ja. Zack, zack. Also ich mag diese alten Bögen. 2 Schüsse und eine Schildkröte ist weg. Jojo. Oh, wir haben ganz viel Stein. Im neuen. Achso.
Nee. Doch, guck im neuen Lager an. Der Scheinkiste sollte ein bisschen was drin liegen. 65. Okay. Na, ne? Lieber ja, haben wir nee, ich hab euch gerade irgendwie verwechselt. Ihr seht so gleich aus. Nein, das kann nicht. Gleich. Passt. Gleich. Oh, die. Also, sind auf jeden Fall seid ihr beide bunt. Wir sind richtig bunt. Wir sehen im Gegensatz zu dir jetzt auch völlig furchteinflößend und bei. Ja! Vor allen Dingen der Helm. Völlig furchteinflößend. Total. Der Helm, ich finde schon, also. Also ich würde mich vor mir fürchten. Fürchte mich jetzt schon vor mir. Warum ist dieses gottverdammte Leder eigentlich so schwer? Tja. Halt schweres Leder. Bin irgendwie nur am Reparieren die ganze Zeit. So, jetzt haben wir das. Geh nochmal ein bisschen Stein holen. Dann baue ich uns ein bisschen Lagerfeuer to go. Dann können wir unterwegs uns was Schönes grillen. Was Schönes grillen. Ist das nicht herrlich? Ist das ein schönes Grillen? Das ist ein Traum. So. Und jetzt bin ich gnadenlos über. Was war das? Was war das denn? Au? Oh. Das klang irgendwie komisch. Hat da jemand Hunger? Ich kann's dir nicht sagen. Eben Durst, aber das war erst bei 25%. Bau schneller. Was haben wir denn? Was haben wir denn im Chat? Vielleicht musst du ihnen mal erklären, was ein Oni ist? War das an mich? Nee. Das war an Olli. Damit ihr nicht ständig seinen armen Namen da zerstümmelt. Oh. Was ist denn ein Oni? Ich glaube, das kann er euch besser erklären als ich. Das war, glaube ich, ein. So eine chinesischer Art, Dämon, ja. Glaube ich. Oder so eine Art Dämon. Und genau. Aber ganz genau kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Und. Oh, ja, okay. Und wie wird's dann richtig ausgesprochen? Oni Olli. Naja, dann doch so im zweiten oder dritten Anlauf hat man das doch bestimmt aber gesagt. Doch, aber von der Schreibweise auch eigentlich Uli. Weil hat ja nur ein L-Leiten drin. Ja. Ich bin verwirrt. Heißt aber auch Oliver und nicht Oliver und wird ja trotzdem auch nur mit einem L. Oliver. Ja. Oh Gott. Oliver, kommst du mal her? Oliver, räum dein Zimmer auf. Also ich glaube, da würde jeder Olli, Oliver. Olli, es tut mir so leid. Würde jeder Oliver würde wild um sich schlagen, wenn er so gerufen wird. Ich glaube auch. Das ist völlig zu Recht. So, ich bin fertig. Wollt ihr ein Lagerfeuer haben? Ich habe Lagerfeuer übrig für euch. Eigentlich wäre ich ja eher für einen Start. Also ein Start? Richtung. Also, ein Start Richtung Höhle. Ja, darum habe ich ja Lagerfeuer mitgenommen, damit wir früher los können. Ich nehme jetzt nämlich das exotische Fleisch so mit. Und dann können wir, wenn wir irgendwann Hunger haben, in der Höhle Lagerfeuer aufbauen. Ich habe jetzt 3 Stück dabei, ist ja wurscht, wer sie aufbaut. So, ich bin fertig. Kann man neuerdings in der Höhle ein Lagerfeuer aufbauen? Das werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt 3 Nachtornkeulen dabei, fertige. Das soll reichen. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe 2 dabei. Muss reichen. Also, Herr Coach, Wieso? Ja, bitte. Boah. Was? Das ist hässlich. Das musst du gerade sagen mit deinem komischen Hörnchen da. Ich stell mich nochmal ins Licht. Ja, auch mit dem Licht ist es nicht schöner. Es ist. Ja, komm doch mal mit der Fackel ran. Warte mal kurz, ich muss mal eben. Sekunde. So, Moment. Halt, bleib stehen. Muss noch.
So, gibt's doch schon, die ersten tollen Screens für die Folge. Wunderbar. Echt schön. Also ich finde das. Guck weg, ich besteck dich. Auf geht's. Du darfst vorlaufen mal wieder. Aha, okay. Ja, bitte folgen Sie mir im Dunkeln, dass wir immer im Dunkeln quatschen. Das ist nicht in Ordnung mit uns. Ja, es ist, halt so, weil dieses Spiel hier keinen Nebel hat, muss es dunkel sein regelmäßig. Naja, aber dafür hat es Sandsturm. Das hin und kommt wieder mal. Wobei, ist der überhaupt aktiviert? Weil. Ja, sollte, außer das hat es bei irgendeinem Update mal wieder rausgehauen. Ich wollte sagen, bei den Updates ist das komischerweise mal alles wieder raus. Aber. Jo, gut. Aber kann ja nachher mal schauen. Also so ist es auf meinem Server auf jeden Fall. Ah, wie die Fackel immer wieder angeht, wenn man kurz ein bisschen oben außerhalb vom Wasser ist. Ja, so ab und zu sehe ich das gelben Pumpenwasser. Schnell anzünden, immer bei jedem Auftauchen. Sandnebel ist das ja. Bist du jetzt gerade wieder ins Wasser und schwimmst da durch? Ja, okay. Yep. Okay. Genau. Aha. Da ist er, der Fackelmann. Ich höre. Mann. Ich höre Gegrunze. Ja, ich habe das Fogo nicht gesehen. Ich leuchte euch mal. Ho! Ja, ich leuchte ganz mal. Sandnebel nennt man das, den Sandsturm. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Feinster Sandnebel. Sind wir bald da? Ich hab Hunger, ich hab Durst. Ist nicht mehr weit. Ihr habt einen Kroko am Arsch. Nö, das ist einer von diesen. Ach doch, Kroko ist auch da. Ich muss sagen, das war einer von diesen bemitleidenswerten komischen Kreaturen da. Meine Fackel ist kaputt. Oh. Was bist du denn? Xa hat auf mich geschossen, Coach. Was? Nein. Oh, Xa hat auch an mir vorbeigeschossen. Milf, wo seid ihr jetzt so schnell hin? Vorne. Also ich bin hinter Coach. Ja, ist okay, ja. Bin da. Verballert die ganzen teuren Pfeile. Nein, das sind eigentlich nur die Stöckchenpfeile. Ah, da drüben ist die. Da drüben ist die große Basis noch, ne? Mhm. Ja. Hallo, Freunde. Hey, Kumpels. Alles Knorke. Ich leuchte, ich kämpfe erst in der Höhle. Eine weise Entscheidung. Ja. Bin die Leuchte. Weißt du, ich bin auch so totaler Pazifist hier in diesem Spiel. Da ist schon so viel Gewalt und so. Ja, nur Verderben. Das ist genau richtig. Hm. Ja, so find das viel besser, wenn man da einfach mal so ein Licht für den Frieden anzündet, ne? Und das dann hier auch symbolisch durch die Gegend trägt und. Dort, gerade dort, wo die ganze Gewalt herrscht, ja, wo Coach das Blutrauschen, dem Blutrausch verfallen ist, gerade dort muss dieses Licht des Friedens den Fleck Erde erleuchten und reinigen. Oh. Die VP ist nicht an, oder? Leider nicht. Ich hatte gerade auch schon den. Ja. Ja, ich gehe dann danach mit dem Licht über die blutbesudelte Fläche und reinige es vom Bösen. Ja. Matze, Kia, habt ihr irgendwelche Rechte? Könnt ihr die muten? Oder? Ja, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Please. Ja, Ich hätte da noch so ein bisschen Gafferband, aber. Rote Wände, ja, ist das. Aber da bin ich nicht mit dem. Da bin ich nicht mit dem Licht des Friedens lang. Darum ist dort alles blutbesudelt und rot.
Bevor wir jetzt in dieses Dorf gehen und alles wegschnetzeln, zum Ende, kurz vor diesem Tempel, bitte einen Krieger überlassen, weil wir brauchen Blut. Wo wir gerade hier so auf dieser Friedenswelle waren. Ja, nee, ich leuchte. Au. Meine Fackel des Friedens ist kaputt. Ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich Blut, ich muss töten. Oh, ich bin außer Atem. Ja, hervorragend. Ein erstklassiges Timing. Das ist unglaublich. Herrlich. Sind die alle vergiftet oder wie? Weil die halten sich so an die Gurgel und brechen dann zusammen. Wäre möglich. Ich schieße gerade Schlangenpfeilen. Ja, ja, das ist, die sind dann... Die Schlangenpfeile finden die total uncool. Glaube ich. Finde ich gut. Aber erst in der Stadt, also hinten beim Tempel dann einen am Leben lassen, oder wie? Ja, den da hinten am besten, das Bogen. Da sitzt noch einer am Feuer, wollen wir den leben lassen? Ja, den am Feuer am Leben lassen wollen. Okay. Wir brauchen gleich Blut. Obwohl, hier sind ja auch noch welche. Ja, aber guck mal, der hängt da eh. Da am Feuer, hier links der. Ah, da ist noch einer. Da kommt jetzt noch einer, ein Krieger angeschnittert bei euch. Ja, was machen wir jetzt mit dem? So, jetzt gehen wir hier oben in den Tempel rein. Den mitnehmen, oder wie? Ja, ja, einfach vorlaufen. Die kommen ja so schnell nicht hinterher hier. Okay. Und stellt euch da mal in die Mitte auf den Kreis. Ach, Miriel ist auch da. Cool. Ihr muss geopfert werden, oder wie? Ja, ja, wir brauchen Blut. Ach, ja. Ich hoffe, die ist nicht weit genug drauf. Hatten wir noch einen Krieger gehabt da draußen? Weil wir brauchen hier Blut. Und da wir uns nicht in... Ja, rein theoretisch könnte sich jetzt einer opfern. Geht noch nicht. Ja, dann wartet doch, bis einer kommt. Na, ich könnte mich auch opfern. Ich hab so ein Einmalbett und eine Kiste dabei. Dann würde ich mich mal eben einmal opfern. Nö, das ist kein Problem. Wir warten einfach, bis hier der nächste Sporn ist und dann ziehst du den mal so richtig drauf. Und haust ihn nicht gleich um. Ja, das Ding ist, die NPCs, die gehen nicht direkt komplett da drauf. Ah, nicht? Die stellen sich immer nur so am Rand, die stellen sich da nicht komplett drauf. Ja, da musst du von außen halt hauen, wenn die am Rand stehen, weil die fliegen ja immer von dir ein Stückchen weg, wenn du sie umhaust. Und dann muss man halt von außen nach innen reinhauen quasi. Dann geht das vielleicht. Ah. Miriel hat eine Keule dabei und hat gerade den einen Festhängenden betäubt, den könnte sie jetzt reinschleifen. Achso, ja, dann versuchen. Dann können wir das versuchen. Das ist eine gute Idee sogar. Da drauf verzagen. Ich habe nur leider kein Seil. Sonst hätte ich mich nicht könnte auch zu Hause gelassen. Eben ans Craften. Müsste hier nochmal kurz die Büsche abkrabbeln. Mach das, dann craft mal eben. Aber eins. Du brauchst so Leder für, oder? Ach, nee, für Seil nicht. Nee, da braucht man für nur Seil nicht. Zwirn. Ja, ich hätte mich jetzt sonst geopfert. Ich habe eine Kiste extra mitgenommen. Dann hätte ich mein Inventar eben abgelegt und dann. Also wirklich, den Tag, wo Koya ein Let's Play ohne Fail und ohne dummes Geschwätz, bitte? Dummes Geschwätz? Dummes Geschwätz? Also wirklich. Ja, nur weil ich immer jetzt für den Frieden eingetreten bin, wo immer nur Gewalt herrscht und so. Nee, also wirklich. Alles knallharte Fakten hier. Hast du schon dein Seil oder brauchst du noch irgendwas? Dann sammle ich mit. Nö, ich muss gerade nur craften. So wie ich das sehe, hat Miriel ein Seil. Aber egal. Achso, wir warten jetzt quasi nur noch auf einen, den wir umkloppen können. Wir warten eigentlich nur noch auf Xar. Ja, und auf den... Ja, den ziehen wir jetzt da rein und hauen dann da drauf um. Das müsste doch gehen. Achso, da ist er schon. Habe ich nicht gesehen. Also ja, war da ja festgepackt, den konnte man ja schlecht reinziehen. Ja, du arme Wurst. Wenn du wüsstest. Na, er wird jetzt... Für einen guten Zweck. Wo ist er denn hin?
Der hat sich gerade Luft auf. Ah, hier. Oh, das geht. Sollte ich da runter? Du willst mal runter. Okay. Ich wäre oben drauf geblieben. Ich hätte das auch cool gefunden. Ja. Ja, die Decke ist ja zum Glück hoch genug. Cool. Das haben sie ja schon ein bisschen schön gemacht, ne? Das ist oh, also, ja. Der Dungeon an sich, die ist cool. Nicht wunder, kommt gleich ein Ladebildschirm. Ach echt, der erste Ladebildschirm im Spiel. Ladebildschirm, Ladebildschirm, oh Ladebildschirm. So, hier rechts an der Leuchttafel. Hier rechts an der Leuchttafel die ersten Rezepte. Was bitte? Ja. You have learned new receipts. Ja, genau. Und hier ist auch noch so eine Note. Hier. Zur Not kannst du die Note lesen. 500 Gramm Schweinefleisch. 200 Gramm Kartoffeln. Ja, okay, nee, ich habe mir alles notiert, ja. Eine Note. Ja, die lassen wir jetzt, oder? Nicht? Ach du Gott. Wird ja gar nicht vorgelesen. Nee, dann machen wir das. Also, bitte nicht jetzt so vorgehen und irgendwie, ne, lass uns das alles in Ruhe angucken, Coach. Nicht vorpreschen. Ja, guck mal. Guck dich um. Wir sollten nur irgendwie beisammen bleiben. Worauf wird hier geschossen? Auf Kokos. Ja, auf so einen Echsen. Das. Ach, da sind so Lurche. Lass du noch mal Lurch zu mir. Reptilienhaut. Okay, exotisches Fleisch, Knochen. Okay.